Herzlich willkommen zum Franconian und Western Telegram. Die Meldung ist schon etwas älter, aber aufgrund des gleichzeitig stattfindenden Black Friday Bombardements erst jetzt wieder aufgetaucht. Die Rede ist von der Vorstellung der neuen Digitalzentrale von TAMS, der Master Control 2. Die MC2 bietet Hardware-Schnittstellen zu allen gängigen im DCC- und Motorola-Bereich anzutreffenden Geräten. Bei der Verwaltung geht TAMS neue Wege, diese findet ausschließlich über einen Webbrowser statt. Damit ist man unabhängig vom eigentlichen Betriebssystem und kann PC, Laptop, Tablet oder Handy verwenden. Sicherlich eine gute Nachricht für alle, die derzeit noch ein Zwangs-Windows-System ihr eigen nennen, damit sie ihre Modellbahn-Hardware administrieren können. Bis Jahresende gibt es die Zentrale zum Einführungspreis von 499 Euro. Danach kostet sie 549. Die Auslieferung ist für Ende März 2021 geplant. Ganz frisch ist hingegen die Meldung zum Mini-Dioramen-Wettbewerb von Ströwer Landschaftsbau. Die Regeln sind sehr einfach gehalten. Eine Fläche von der Größe eines DIN A4-Blattes ist in einem beliebigen Maßstab zu bebauen. Und dabei ist Material von mindestens einer der beteiligten Firmen, Martin Wilberg Scenery, Model Scene, Lars Obthof Scenery, Silhouette, Juvela, Busch, RTS Greenkeeper, Modellbahn Engel oder Joswood zu verwenden. Teilnahmeschluss ist der 28. Februar. Die Gewinner werden in der Mai-Ausgabe des Eisenbahnkurier bekannt gegeben. Also die ideale Beschäftigung für den Lockdown und darüber hinaus. Alle Informationen findet man auf der Homepage von Ströwer Landschaftsbau. Für die ersten Veranstaltungen 2021 laufen bereits die Vorbereitungen. Den Reigen eröffnen die Spur-Null-Tage, Deutschlands größte Spur-Null-Ausstellung in Gießen. Da man aber nicht sicher sagen kann, ob man die Messehallen in Gießen wie gewohnt nutzen darf, arbeitet man bereits an einem Plan B in Form einer virtuellen Veranstaltung. Christian Uhle und Stefan Katzauninkat stellen auf YouTube Idee und Konzept vor. So, jetzt lass uns mal machen, lass mal irgendwie anfangen hier. Wir müssen, auf die Kamera mal schauen. Ach, du schaust auch ein schöner roter Punkt. Die läuft. Mensch, die läuft. Wie ist das, dein Ton? Läuft der auch? Also ich hoffe, meiner läuft. Ja, meiner ist an. Meiner ist an. Jetzt. Ach so, siehst du. Okay, jetzt auch mit Ton. Alles klar. Okay. Gut. So, dann wie besprochen, du die Begrüßung. Moin, moin. Herzlich willkommen. Kannst ja wegschneiden. Wir schneiden alles weg. Okay. Gut. Los geht's. Bei Ossischen ist die Victorian B-Class in H0 eingetroffen. Vom Original wurden von Clyde Engineering zwischen 1952 und 1954 insgesamt 26 Maschinen gebaut. Die Loks können ihre Verwandtschaft zur EMD FP7 nicht verleugnen. Auf Basis dieser amerikanischen Lok entwickelte Clyde Engineering eine auf die australischen Verhältnisse angepasste sechsachsige Variante. Diese wiederum stand Pate für die später in Europa gebauten Nohab-Loks. Wie auch diese stehen einige der B-Class-Loks auch heute noch im Dienst. Ossischen bringt das hochdetaillierte Modell in allen Farbvarianten, die diese Maschinen über die Jahre trugen, heraus. Die Lok kommt mit zahlreichen Lichtfunktionen, einem fünfpoligen Motor mit zwei Schwungmassen und Stromabnahme sowie Antrieb auf allen Achsen. Neben dem DCC-Ready-Modell mit 21-poliger MTC-Schnittstelle gibt es darüber hinaus noch die Variante mit ESO-Sound, die über original in Australien aufgenommenen Sound der B-Class verfügt. Die DCC-Ready-Modelle kosten umgerechnet ca. 200 Euro, die Sound-Variante kommt auf ca. 270. Und das war es für dieses Telegramm. Ich hoffe, es war wieder für jeden etwas Interessantes dabei.